So, nach einer Pinkelpause soll es hier mal nochmal weitergehen. Ich denke, ich werde das quasi, Haupt-Let's Play bis auf diese, ne, Under-Story machen, was ich irgendwann dann mal nebenbei nachreiche. Möchte ich gerne nämlich Need for Speed Porsche bald weitermachen. Muss dann ein bisschen wieder umbauen hier. Joystick weg, Lenkrad anbauen und so weiter. Und, ja, wir müssen in die nächste Mission, wie mir scheint, ne? Da geht's jetzt weiter. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Können auch andere Flieger nehmen, aber es wäre dumm, wie ich finde. So, jetzt noch ein bisschen optimieren hier. Primate, ja, Panther oder Hawk? Stellt sich eigentlich nicht die Frage. Weil Manic wollen wir eigentlich ganz gerne loswerden, ne? Hawk. Ich bin dafür, dass ich erst Panther nehme und dann Hawk. So. Dann wollen wir mal gucken hier. Jetzt hier nicht gleich voll der Stress hier. Sind ein bisschen entfernt da. Dann wollen wir mal. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Lösen und feuern. Feindziel zerstört. Die mache ich fertig. Weil ich das sehe, nur auf Pilotenjagd gehen hier. 1:0 für die Guten. Nur auf Pilotenjagd. Feindziel zerstört. Feindziel zerstört. Geht hier die Post ab, ey. Na, hier nur mal auf Pilotenjagd. Ja, da brennt er. Jagen wir hier doch mal ein paar Raketen raus. Gleich bist du tot. Machen wir hier mal ein bisschen, Action hier. Ziemlich anstrengend hier, weil man viel mit T den Target wechseln muss. Auf den Feind halt. Sir, Captain Alvin ist die Sentalent und die Intrepid sind zum Jumppoint fliegen. Das Flugdeck ist bereit für sie, Sir. Feindziel zerstört! Mission abgeschlossen! 1:0 für die Guten! So, dann lande ich mal. Oh, hab ordentlich einen auf den Deckel gekriegt, eben noch irgendwie, während des Funkspruchs, aber zum Glück habe ich den überlebt. Ich stelle Ihnen einen anderen Vogel bereit. Ich kann dieses Flashpack fertig machen, wenn Sie wollen. Das wäre das Richtige, um die Vesuvius auszuschalten. Das Dumme ist... Was denn? Ich habe mir die Pläne angesehen, die Captain Eisen geschickt hat. Die Legierung, die für diese Superträger verwendet wird. Ich weiß nicht, ob das Flashpack die zerstören kann. Deshalb wäre es am besten, Sie fliegen in das Innere der Vesuvius und bringen das Flashpack dort an. Ja, bring's an meinen Platz.
Da wird's mit Sicherheit funktionieren. Zu gefährlich. Jetzt oder nie. Genau, das werden wir in Angriff nehmen. Das war ja mein Plan auch, der sich jetzt hier offenbart. Na gut, ich habe keine Wahl. Machen Sie alles fertig. Okay, schieb das Ding rüber. Das war ja auch so eine Spezialität, ne? Ich speichere hier mal zwischen. Und, ja, Videosequenz. Nächste Mission möchte ich eigentlich im nächsten Part machen. Eine Übertragung für Sie. Nächste Mission. Nun, ich muss gestehen, Colonel, Ihre Hartnäckigkeit hat mich schon immer beeindruckt. Es ist Ihnen doch klar, dass Sie sich nicht mehr länger hinter der St. Helens verstecken können. Sie hat zu viele Treffer einstecken müssen. Sie hätten sich eben nicht so vordrängen sollen. Das war ein Fehler. Sie mögen vielleicht hartnäckig sein. Aber ich bin derjenige, der unbesiegbar ist. Das sollten Sie inzwischen wissen. Sie werden mich nicht daran hindern, als Weltraummarschall vor den Rat zu treten. Es wird langsam Zeit, dass Sie sich um den Colonel kümmern. Mit Vergnügen. Das Herz des Tigers war mir schon immer ein Dorn im Auge. Dieser Mann hätte ein großer Krieger werden können. Und was ist aus ihm geworden? Ein Verräter. Tja. Als nächstes kommen wieder die Missionen, ne? Boah, das Ding war's abgekriegt. Ich wusste, ich hab die Rakete echt gefressen. Scheiße. Ja, dann speichere ich hier nochmal und dann geht's im nächsten Part weiter. Bis dann.